Am Beispiel einer Patientin, die nach einer Schilddrüsenoperation eine doppelseitige Stimmbandlähmung hatte, möchte ich Ihnen zeigen, welche Möglichkeiten die logopädische Therapie bietet. Zunächst hören Sie die Patientin nach der Operation und vor der Therapie. Übung macht den Meister. Das Glück hat Flügel. Regen bringt Segen. Würden sind Bürden. Angst macht Bein. Und erfreulicherweise klingt die Patientin heute so. Übung macht den Meister. Aus den Augen, aus dem Sinn, wie man sich bettet, so liegt man. Wer dann eine Grube gräbt, der fällt zuerst hinein. Angst macht Beine. Das ist das, was Logopädie ausmacht und was so unendlich viel Spaß an der Arbeit macht. Vor vielen Jahren kam ein damals knapp 3 Jahre alter Junge zu mir zur Therapie, der nach einer Hirnhautentzündung auf beiden Ohren taub war. Er wurde mit einem Cochlea-Implantat, einer Hörprothese, die fest im Schädel einoperiert wird, versorgt und hatte damals sprachlich keine Grundlagen. Bitte hören Sie selbst. Und so klingt Robin heute. Mein Name ist Robin Köhler, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin damals mit 7 Monaten ertaubt und habe daraufhin ein Cochlea-Implantat bekommen, was mir das Hören ermöglicht. Dank der Frau Silke Schneider-Lingstedt habe ich erlernt, wie man vernünftig redet. Sie hat es mir auch ermöglicht, auf eine normale Grundschule zu gehen, auf eine normale Regelschule zu gehen, eine Realschule und inzwischen eine normale Ausbildung machen kann als Fachinformatiker. Ich habe ihr wirklich vieles zu verdanken und kann es wirklich nur empfehlen. Ich komme viel besser im alltäglichen Leben klar, ich kann mich viel besser mit Menschen verständigen. Ich habe gelernt, wie man vernünftig reden kann und es hilft einem. Ist es nicht faszinierend, was dieser junge Mann durch seine Ausdauer, Motivation und harte Arbeit an sich selber geleistet hat? Seine Kommunikation ist heute so unauffällig, dass er mit beiden Füßen im Leben steht und sein Leben selbst meistern kann. Das sind dann die Momente, in denen ich weiß, warum ich Logopädin geworden bin.